Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Part. Sean ist gesickelt, aber er will sich nicht beruhigen. Ich glaube, er braucht diese mütterliche Zuwendung, die sie so gut beherrschen. Geh nur, Schatz. Ich helfe dir gleich, okay? Oh, Bibi. Mein Junge macht seiner Mutter doch keine Probleme, oder? Ich habe das Mobile über seiner Wiege letztens repariert. Warum probierst du es nicht mal aus? Das ist mein Junge. Er nimmt sich immer wie sein Vater. Naja, meistens jedenfalls. Nach dem Frühstück können wir noch ein bisschen in den Park gehen. Das Wetter müsste so bleiben. Und was deine Sarkassi-Vorbereitung für Halloween? Klingt gut. Ja, gute Idee. Sir, Ma'am, das sollten Sie sich mal ansehen. Cotsworth, was ist los? Ja, auf jeden Fall... Herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4 Survival. Gefolgt von Blitzen, grellen Blitzen, Explosionsgeräusche. Wir warten auf Bestätigung. Der Kontakt zu unserem Partnersender scheint abgebrochen zu sein. Es kommen bestätigte Berichte. Ich wiederhole, bestätigte Berichte über Atomexplosionen in New York und Pennsylvania. Mein Gott. Oh mein Gott. Wir müssen zum Wort. Sofort. Ich hab schon. Gehen wir. Einwohner von Sanctuary Hills. Okay. Wenn Sie registriert sind, ich hab vergessen hier. Lauf uns zur Küste. Das müsste weit genug sein. Kleiner Mann, halt dich gut fest. Bordbewohner, bitte hier entlang. Tja. Ist doch egal. Hilf mir einfach, alles wieder einzugreifen. Huch. Ja, trotzdem. Fängt ja schon gut an, ich sag mal. Komm, Schatz. Das ist absurd. Ich bin nicht auf der Liste. Sie kommen nicht rein. Sie können nicht aufhalten. Nicht hier sind. Oh Gott. Okay. Oh Gott, wir werden sterben. Im Programm, dann treten Sie vor. Wenn nicht, gehen Sie nach Hause. Wir müssen rein. Wir stehen auf der Liste. Kind, männlicher Erwachsener, weiblicher Erwachsener. Okay, danke. Viel Glück, Sir. Möge Gott uns helfen. Folgen Sie mir. Was wird aus all den Leuten vor dem Tor? Wir tun, was wir können. Gehen Sie jetzt bitte weiter. Treten Sie bitte auf die Plattform. In die Mitte! Hier lang! Alles klar, das war's. Runter damit! Fast geschafft! Ist John okay? Es geht ihm gut. Wir schaffen das. Ich liebe dich. Oh mein Gott! Oh je, Mini. Fahrt das Ding runter! Geht das nicht schneller? Oh je, Mini. Mein Controller ist am Vibrieren wie bekloppt. Ja. Geschafft. Wir haben es geschafft. Alles wird gut. Okay. Verlassen Sie bitte den Aufzug und gehen Sie ruhig über die Treppe nach oben. Keine Sorge, wir bringen Sie alle in Ihrem neuen Zuhause unter. Vault 111. Eine bessere Zukunft im Untergrund. Also gehen wir... Ja, die Treppe hinauf. Ich glaube es nicht. Eine Minute später und nein, wir wären alle... Nein, denken Sie nur nicht daran. Sie sind jetzt in Sicherheit. Komm, Schatz. Gehen Sie bitte alle die Treppe hoch und dann durch die Tür. Voltec ist für Sie da. Entschuldigung. Das war eine Atombombe. Eine gottverdammte Atombombe. Weiblich, männlich, männlich mit Kind. Alles okay hier. Ja. Gehen Sie zum Tisch und nehmen Sie sich an Anzug. Willkommen. Danke. Nehmen Sie sich jetzt? Dort an Anzug. Einfach hier entlang. Er zeigt Ihnen, wo es hingeht. Also Sie drei, folgen Sie mir. Hallo. Kommen Sie mit. Siehst du? Das ist unser neues Hier Zuhause. Hier wird es Ihnen gefallen.
eine unserer fortschrittlichsten Einrichtungen. Bitte. Die anderen sind natürlich auch großartig. Es ist fort. Unser Zuhause. Ma'am? Alles, was wir hatten. Meine Eltern sind unten in DC. Wie lange werden wir wohl hier unten sein? Was, wenn sie es nicht das gehen wir bei der Einweisung durch. Ich weiß, es ist eine zuerst noch ein paar medizinische Vorkehrungen. Wird stets für sie da sein. Passt prima, ich streiche alle die von der Liste, die hier reinkommen. Dass er nicht nur bequem ist, sondern auch gut aussieht. Bereit für die Zukunft, oder? War das, Mr. Callahan, okay. Treten Sie hinein und ziehen Sie den Anzug an. Kommst du mal? Sorry, Schatz. Ich hab zu schnell gedrückt. Es folgt eine Entseuchung und Dekomprimierung, bevor es tiefer in den Vault geht. Ja, ja, kannst du deiner Mama erzählen. Komm, hör auf. Ein ganz neues Leben. Aha. Sicher. Lebenszeichen normal. Vorgang abgeschlossen. In 5, 4, 3, 2, 1. Manuelle Steuerung. Ja. Das ist sie. Da. Mach sie auf. Raus! Dein Gesicht werde ich mir merken. Oh. Oh Mann. Erleben wir das wieder? Mann tot, Kind weg. Und eine Welt voller... Naja. Schon. Es muss doch irgendwie aufgehen. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh Gott. Kritischer Fehler in Kunst. Ich finde den, der das getan hat. Und dann hole ich Sean zurück. Versprochen. Soll ich ihn wieder einfrieren? Okay. Also es sind alle tot. Alle tot, alle tot, alle tot. Alle tot. Oh Gott. Warum sollte Vortec das tun? Hier sind auch nochmal Kapseln, aber alle tot. Tot, tot. Keiner hat überlebt. Nur wir. Die nehme ich jetzt nicht mit. Clipboards, warum? Sauberen Voltec anzukommen, mal mitnehmen. Kaffeetasse nehme ich auch mit, wegen Keramik. Ich werde nicht so viel looten hier, weil alles ja Gewicht hat. Und ich werde auch nichts vorlesen, habe ich mir vorgenommen. Kryoanlage.
Okay, ein bisschen. Kryoanlage, offline, vorzeitiger Abbruch führt zu Systemversagen, vereinzelte, manuelle und ferngesteuerte Überbrückungen festgestellt, Steuerung deaktiviert. Lebenserhaltungssysteme, offline, vorzeitiger Abbruch führt zu Systemversagen, vereinzelte, manuelle und ferngesteuerte Überbrückungen festgestellt, Steuerung deaktiviert. Kapsel B1 Mr. Di Pedro verstorben. Todesursache ersticken aufgrund Versagen der Lebens. Ja, da stehen halt alle drin. Entschuldigung, die verstorben sind. Aber es bringt uns jetzt auch nicht weiter. Da ist nichts drin. Einen nehmen wir mit. Ach, hier müssen wir raus. Ja. Da kann man nichts nehmen. Ein Schlagstock. Sehr gut. Kritischer Fehler in Kryoanlage. Bewohner, Bereich unverzüglich verlassen. Zigaretten nehmen wir mit. Stimpack, Bleistift kannst du behalten. Kaffeetasse. Kaffeetasse, abgenutzt Klemmbrett wollen wir nicht. Zigaretten lassen wir auch hier. Vorkriegsgeld. Sicherheitsterminal. Volt 111 Sicherheitsanweisung. Ich werde nichts vorlesen. Ich werde es momentan stehen lassen, weil ich kenne ja alles schon. Und ihr könnt dann auf Pause drücken, weil das ist mir einfach zu viel. Ja, also einfach auf Pause drücken. Moment. Das war ja noch nicht fertig. Ach doch, das war fertig. Mitarbeiterpflichten. Wissenschaftsthemen. Sicherheitspersonal. Nach Anzeichen für Eindringlinge suchen. Nach Atmosphärenlecks suchen. Auseinandersetzung des Personals schlichten. Durchsetzen der Regeln des Aufsehers. Durchsetzen der Voltec-Regeln. Gebäudeverwaltung und Instandhaltung. Aufgrund der Natur von Volt 111 wird vom Personal die Erfüllung von Pflichten außerhalb der normalen Qualifikationen erwartet, beispielsweise Reinigungsarbeiten und Essenszubereitung. Die genaue Verteilung dieser Aufgaben liegt im Ermessen des Aufsehers. Entwarnung und Evakuierung. So, obligatorische Schutzzeit. Wie gesagt, einfach auf Pause drücken, dann könnt ihr es nochmal in Ruhe durchlesen. Die halt Fallout noch nicht kennen. Aber ich kenne halt die Einträge noch. Von dem her. Und es wäre auch Montag, den 14. März. So, 23. April. Die Haupttür zum Vault-Ausgang ist defekt. Aha. Und letzter Eintrag. Tja. Auf die eine oder andere Weise. Genau. Okay. Weiter geht's. Sonst ist hier nichts. So, Kakalaka.
Haben wir gleich zwei. Fleisch nehmen wir. Riesenkakerlaken? Was zum Teufel? Muss ich gedrückt halten oder was? So. Gibt es hier noch irgendwas? Außer leere Flaschen. Kaffeetasse nehmen wir mit. Da ist nichts drin. Kaffeetasse. Das nehmen wir mit. Und Toaster und Kaffeetasse. Sonst ist hier nichts drin. Toilette. Kein Spiegel. Kaffeetasse für Keramik halt. So. Ja, wir gehen auch hier ins Terminal. Freizeitterminal. Aufseher-Memo. Denken Sie daran, die Nutzung des Freizeitterminals ist ein Privileg. Wenn die Arbeitsleistung unzureichend ist, kann dieses Privileg jederzeit widerrufen werden. Genießen Sie verantwortungsbewusst. Voll. Top. Top 10. Es ist halt ein Spiel. Donkey Kong. Ja. Können wir einmal spielen. Ich schaff das eh nicht. Ready? Ja, ready to go. Ach, da kommen so Kugeln und so, muss man springen. Ja, ich bin zu blöd dafür. Donkey Kong, das Spiel konnte ich damals auch nicht. Ja. Wie dem auch sei. So. Na fast. Okay, verlassen. Quit Game. Yes, please. Können wir ja mitnehmen. Und weiter geht's. Sonst ist nichts hier. Da sollen wir rein. Sind wir von da gekommen? Ja. Sonst ist nichts hier. Ich dachte, wir hätten hier ein bisschen. Ah, hier. Da waren wir noch nicht drin. Bett könnten wir auch schlafen. Nichts drin. Alles leer. Gefecht hier. Ja. Ich habe bestimmt einen Raum übersehen. Na, hau ab. So. Na. So. Was ist hier passiert? Wo sind alle? Tot. Siehst du doch. Oh je, noch mehr. Oh je, Mini. Ich brauche eine Schusswaffe. Schlafen wir da verringert. Ah. Okay, wir trinken aber noch was.
So, so. Also wenn wir schlafen, steigt Adrenalin und dadurch bekommen wir höhere Punkte. Mhm. Das heißt, wir schlafen nie wieder. Ist das alles, was noch übrig ist? Oh je. Oh, hier ist Simpack. Bis zu 30%. Oh, 10 mm, sehr gut. Haarklammer. Vorkriegsgeld. Ja, Bleistift kann ich ja rein mitnehmen. Und da hinten ist meine Waffe, die ich nachher besorgen werde. Nett. Dich hole ich mir später. Ja, die holen wir uns später. Okay, nehmen wir die auch nochmal mit. Hier ist noch ein Terminal. Und eine Brille lag da. Vertraulich, vertraulich, vertraulich. Nur für Aufseher. Verstoß. VTP 01011. So. Kryolator. Ja, ja, auf grünes Licht warten. Betriebsprotokoll, Handbuch. Aufnahme von Bewohnern, oh Gott. Ja, es ist halt viel Leserei, deswegen überspringe ich das ein bisschen. Aufnahme von Bewohnern. Da war die zweite Seite. Okay, Mitarbeiterpflichten. Wissenschaftsteam. Sicherheitspersonal nach Anzeigevereinigung. Haben wir das nicht schon? Du bist in der Vault-Tech-Regel. Das hatten wir doch auch schon. So, Entwarnung und Warnungsnachricht. Nach einem nuklearen. Mhm. Okay. Schutzzeit. Okay. Aufseher-Logbuch. Vorbereitung. Oktober. System defekt. Vorräte werden knapp. Ja, normal. Wer weiß, wie lange ihr da unten drinne wart. Habe ich wieder gedrückt und ist noch was zu lesen. Nicht ewig. Ich muss einfach alles unter Kontrolle halten, bis die Entwarnung kommt. Meuterei. Tja. Irgendwann gibt es immer eine Meuterei. Lebensmittel knapp werden. Gut. Aber hier gibt es bestimmt noch was zu holen. Nö, oder auch nicht. Gut erhaltene Schachtel Zigaretten. Hier ist Stimpack Redaway. Okay, da müssen wir raus. Ja, die Waffe hole ich mir später. Und zwar halt älter gedrückt, um deine Waffe zu ziehen. Und tschüss, Sikowski. Ich bin damals hier auch gestorben. Ach. Ich bin damals auch hier gestorben, das weiß ich noch.
auf normal. Ja, aber jedenfalls haben wir jetzt Rittkakerlakenfleisch. Können wir braten. So, weiter geht's. Stuhl können wir uns hinsetzen, brauchen wir nicht. Überhaupt noch wer? Hat das jemand nach draußen geschafft? Ist das derselbe Weg? Ja. Da. Blödes Vieh. Oh Mann. Wir sind sowas von im Popo. So, Pit-Boy. Zack, zack. Aber ich guck mal, ob ich noch mal... Und? Alles Paletti? Mit RT und LT wechselst du die Reiter? Ja, das nee, wissen wir. Right away. Affected Zahlen. Stimpack. Können wir mal eins nehmen. Zeitreise für Anfänger. Karte. Radio. Warum ist das alles so weit weg? Oder bin ich vom Computer? Nein. So. Hilfsmittel. Diverse Haarklammer, rote Schrott haben wir schon ein bisschen. Munition. So. Dann mal los. Nix wie raus hier. So. Werden wir nach oben gehen? Name? Spezial? Nein, nein, aussehen. Nein, wir sind fertig. Raus hier. Viel Spaß bei Ihrer Rückkehr zur Oberfläche. Und merci danke, beaucoup. Dass Sie sich für Vault-Tec entschieden haben. Und da haben wir schon wieder ein Ladebildchen. Ist das nicht herrlich? Ich liebe Ladebildschirme. Ohne Bild. Wie ist das eigentlich? Da muss ich mal reinschauen. Die Perks, die wir aufleveln können. Gibt es da eigentlich neue fürs Überleben oder so? Ich meine, ich habe die anderen jetzt nicht alle im Kopf. Aber gibt es da extra Dinge? Ich bin auch am Überlegen, wie ich uns diesmal auflevel. Also auf jeden Fall knacken wieder, also Schlösser knacken. Und... dass alle Schusswaffen soweit hochgelevelt werden auch. Automatik sowieso. Ich bin ja Automatik-Fan, aber ich denke, wir brauchen auch ja Scharfschütze irgendwas. Dass wir da uns auch ein bisschen drum kümmern. Mit Fernwaffen. Aber jetzt erstmal nach oben. Ui, ist das hell. Geh nach Hause. Ja, aber das machen wir erst im nächsten Part. Deswegen bedanke ich mich fürs Zusehen und ja, hoffe, ihr schaut weiter fleißig zu wie vorher bei meinem anderen alten Let's Play von Fallout 4. Es wird spannend. Ich bin sowieso, sagen wir mal, so ein kleiner Fail-Knilch hier, also Fail-Let's Player. Let's Playerin. Wir werden 1000 Tode sterben.
Das wird wirklich lustig. Es kann auch passieren, dass ich mich irgendwann mal aufrege. Ich meine, das habe ich schon öfters. Aber ja, erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Daumen hoch, Kommentar, Tipps und Tricks. Wegen Überleben nehme ich sehr gerne entgegen. Ich bin am Überlegen, Mods großartig. Ich war am Überlegen, einen Rucksack zuzulegen, wo man halt einen Schlafsack reinmachen kann. Aber wiederum ist das ja auch so ein bisschen Cheaten. Oder? Und ich will das Spiel nicht so direkt beeinflussen. Ich bin eher der Typ, das Bauen will ich beeinflussen, aber nicht das Spiel selber. Naja, auf jeden Fall bin ich erstmal weg. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin. Adios.